Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und hinter den Bildschirmen. Also so ganz einig sind wir uns da offenbar doch noch nicht, soweit ich das sehe. Wir Piraten können dem Antrag ja sowieso nicht so ganz hundertprozentig folgen. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, scheint die Devise zu sein, unter der das Thema der freien Berufe hier im Hause behandelt wird. Darf ich Sie ganz vorsichtig an die Lissabon-Strategie erinnern? Das vor einiger Zeit ausgegebene Ziel, die EU zum stärksten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Dieses Ziel sollte eigentlich im Jahr 2010 schon erreicht sein. Doch dann kam die Banken- und Finanzkrise, die für Sie inzwischen nur noch eine Staatsschuldenkrise ist. So also wird dieses Ziel jetzt für das Jahr 2020 angepeilt. Dafür sollte die unterschiedliche Wirtschaftspolitik der EU-Mitgliedstaaten besser koordiniert werden. Koordinierung, das ist schön unverbindlich und klingt immer gut. Deswegen sollten wir also heute allem gemeinsam zustimmen. Und natürlich soll es auch mehr Wettbewerb geben, aber bitte nicht so weit, dass angestammte Interessen berührt werden. Deswegen besprechen wir heute Ihren vorliegenden Antrag. Wie beides zusammengehen soll, EU-weite Koordinierung auf der einen Seite und nationale Zulassungsregeln für die freien Berufe andererseits, das allerdings bleibt Ihr Geheimnis. Genauso steht es mit dem Ziel, mehr Effizienz durch Wettbewerb zu schaffen. Diesem Ziel können Sie zustimmen, aber bei den freien Berufen bloß nicht im Bereich der Honorare, deren staatlich festgelegte Ordnung von vornherein ausgeklammert werden soll. Wenn Sie zum einen Ja sagen, können Sie zum anderen nicht Nein sagen, selbst wenn Sie meinen, diesen offenkundigen Widerspruch durch Ausklammern zu überdecken. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist keine überzeugende Strategie. Wir Piraten bedauern es nicht, Ihren parteiübergreifenden Konsens zu stören. Im Gegenteil. Wir finden, dass man erstmal den Evaluierungsprozess der EU-Kommission abwarten sollte, bevor man sogleich eine Vielzahl von Aspekten versucht auszuklammern, allerlei Hürden aufzubauen und sich dabei in unauflösliche Widersprüche verstrickt. Bislang wurden allein die Berufe der Immobilienmakler und der Fahrlehrer von der EU-Kommission ausgewertet worden. Also von einem Aufschrei Untergang des Abendlandes habe ich da noch nichts vernommen. Bis zur Umsetzung der Lissabon-Strategie wird also noch viel Wasser den Tejo respektive den Rhein herunterfließen. Und vielleicht noch ein Wort zum Abschluss. Selbst das deutsche Kammerwesen und die staatlich regulierte Honorarordnung von Freiberuflern sind ja nicht in Stein gemeißelt vom Himmel gefallen. Behutsame Veränderungen, die nicht zulasten des Verbraucherschutzes gehen, könnten also durchaus im Nutzen von uns allen sein. Aber wie gesagt, bis wir das Nähere auf ausreichender Grundlage diskutieren können, wird noch einige Zeit vergehen. Wir können Ihrem Antrag jedenfalls deswegen noch nicht zustimmen. Wir werden uns enthalten. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert.